Liste. Und wir kommen zu Punkt 6, Krankenhaus-Zukunftsgesetz. Dazu liegen uns Wortmeldungen vor, und zwar genau eine von der zweiten Bürgermeisterin Fegebank für die Freie und Hansestadt Hamburg. Bitte sehr, Frau Fegebank. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, herzlichen Glückwunsch an Ministerpräsidenten Haseloff zur Amtszeit als Bundesratspräsident. Das vorliegende Krankenhauszukunftsgesetz, das beinhaltet in der Tat viele gute, viele richtige Ansätze, die das Gesundheitssystem, die unsere Krankenhäuser weiter stärken werden, die ja wirklich einen außerordentlich wichtigen Beitrag in diesen Wochen und Monaten in der Pandemiebekämpfung leisten. Dennoch freue ich mich, dass ich hier noch mal ein neues Schlaglicht oder ein anderes Schlaglicht legen kann und darf, nämlich auf die Rolle von Universitätskliniken in dieser Zeit. Denn sie leisten in der Tat einen entscheidenden Beitrag für eine hochwertige und leistungsfähige medizinische Versorgung in Deutschland. Und ich denke, jetzt gerade in Zeiten von Covid-19 und der Pandemie haben sie gezeigt, dass sie eine ganz, ganz entscheidende Säule sind, die dazu beigetragen hat, die Krise bisher hier in Deutschland ganz gut zu managen. Und diese zentrale Bedeutung, die liegt zum einen an einem einzigartigen Umfeld, das die Unikliniker auszeichnet. Sie bieten medizinische Leistungen eines Maximalversorgers und zusätzlich die Anbindung an die aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse und natürlich den direkten Zugriff darauf. Auf der anderen Seite behandeln Unikliniker die Schwerstkranken, sind spezialisiert bei seltenen Erkrankungen. Sie koordinieren regionale Versorgungsnetzwerke und entwickeln in der Forschung neue Behandlungsstrategien und Arzneimittel. In der letzten Woche konnten wir an unserem Uniklinikum in Eppendorf sehen, mit welcher Geschwindigkeit klinische Praxis und Wissenschaft sich vernetzen und neue Forschungsergebnisse hervorbringen, mit dem Start der ersten klinischen Studie gemeinsam mit München und Marburg. In der zweiten Phase wird dann Tübingen dabei sein, mit Blick auf einen Impfstoff. Und dieses enge Zusammenspiel auf hochspezialisiertem Versorgungsalltag und wissenschaftliche Expertise gebündelt an einem Ort, das zeichnet unsere Universitätskliniker aus. Und in der Pandemie sind wir mehr denn je auf exzellente Forschung angewiesen, um das Virus dauerhaft in den Griff zu bekommen. Ich glaube, bis hier sind sich alle einig und haben wir einen Konsens. Doch die finanzielle Situation der Unikliniker hat sich in den vergangenen Jahren erheblich verschlechtert und diese Entwicklung darf und kann sich so nicht fortsetzen. Vor diesem Hintergrund finden wir richtig und begrüßen wir den vorliegenden Gesetzesentwurf und die Tatsache, dass auch für Universitätskliniker Mittel für wichtige Investitionen in Digitalisierung, IT-Sicherheit und moderne Notfallmedizin vorgesehen sind. Doch wenn wir uns die Haushaltslage unserer Unikliniker ansehen, dann ist auch klar, auch mit diesen Fördermitteln wird es kaum möglich sein, alle notwendigen Investitionen in digitale Dienste in dieser Geschwindigkeit, wie sie vorgesehen ist, umzusetzen. Das gilt auch für die Abschlagsregelung, wenn sie denn greifen soll ab 2025 und stellt deshalb eine Bedrohung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit unserer Universitätskliniker dar und bedarf unserer Auffassung einer Anpassung. Und das ist nicht eine Nord-Süd- oder Ost-West-Frage. Das ist in der Tat eine Entwicklung, die wir allerorten bei allen Universitätskliniken in dieser Zeit erleben. Die Pandemie hat alle Krankenhäuser im Land stark belastet, insbesondere die Maximalversorger und Universitätskliniker. Und deshalb war es richtig, dass es Ausgleichszahlungen für Erlösausfälle gab. Diese sind jetzt zum 30. September ausgelaufen. Und ich kann Ihnen versichern, und das teilen sicherlich hier auch die anwesenden Wissenschaftsministerinnen, Minister, Gesundheitsministerinnen, Gesundheitsminister und auch die Ministerpräsidenten und Tinnen, die Liquiditätsengpässe, die bestehen weiterhin. Und im vorliegenden Gesetzesentwurf ist nun festgelegt, dass die Erlösausfälle künftig über einen Ausgleichssatz kompensiert werden, der auf Verwaltungsebene ausgehandelt wird. Doch wir wissen sehr genau, dass das ein sehr langwieriger und sehr komplizierter Prozess ist, der in der Vergangenheit den Unikliniken immer viel versprochen hat und viel Hoffnung gemacht hat. Ich sage nur das Stichwort Krankenhausstrukturgesetz. Und am Ende war das denn nicht das Erhoffte. Und
Wir sehen hier, dass für Maximalversorger und Unikliniker das bedeutet, kommt keine rechtzeitige Einigung zustande, drohen weitere Einbußen. Das gepaart mit der ohnehin schwierigen und herausfordernden Situation bedeutet einen echten Tiefschlag für die Unikliniker. Bereits jetzt können Unikliniker nur mit enormer Anstrengung und zusätzlicher Belastung der Landeshaushalte sich über Wasser halten. Und deshalb wird es so wichtig, die Ende September ausgelaufenen Ausgleichszahlungen so lange fortzusetzen, bis hier eine Einigung erzielt wird, damit Maximalversorger und Unikliniker weiter handlungsfähig sind. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, was das alles umfasst. Neben der Spitzenmedizin und Spitzenforschung auch eine zentrale Säule des Ausbildungssystems, ob in Humanmedizin, Zahnmedizin, Pflegeberufe, Physiotherapie, Hebammen, medizinische Angestellte. Viele von ihnen durchlaufen mindestens einen Teil ihrer Ausbildung an einem Uniklinikum. Die Bewältigung aktueller Herausforderungen durch medizinische Exzellenz und Spitzenforschung und die Stärkung des Gesundheitswesens durch hervorragende Ausbildung, das ist uns Ländern viel wert, wird uns künftig viel wert sein und sollte auch dem Bundesgesundheitsministerium noch mehr wert sein in Zukunft. Vielen Dank. Danke sehr, Frau Fegebank. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Allerdings gibt es noch eine Erklärung zu Protokoll von Frau Staatsrätin Erler für das Land Baden-Württemberg. Zur Abstimmung liegen Ihnen die Ausschussempfehlungen und zwei Landesanträge vor. Empfehlungen und Anträge auf Anrufung des Vermittlungsausschusses liegen nicht vor. Ich stelle daher fest, dass der Bundesrat zu dem Gesetz den Vermittlungsausschuss nicht anruft. Wir haben noch über die empfohlene Entschließung abzustimmen. Bitte zunächst Ihr Handzeichen für den Landesantrag in Drucksache 528-2. Das ist eine deutliche Mehrheit. Damit entfällt Ziffer 5. Nun bitte Ihr Handzeichen für den Landesantrag in Drucksache 528-3. Auch das ist eine Mehrheit. Damit entfällt Ziffer 6 Absatz 1. Wer stimmt der Ziffer 6 im Übrigen zu? Auch das ist eine deutliche Mehrheit. Nun bitte Ihr Handzeichen für alle noch nicht erledigten Ziffern der Ausschussempfehlungen. Auch das ist eine deutliche Mehrheit. Damit hat der Bundesrat auch eine Entschließung gefasst und ich schließe den Tagesordnungspunkt.